Erst gestern enthüllte die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo, dass der FC Barcelona in den vergangenen beiden Jahren vergeblich um die Dienste von Atlético Madrids Mittelfeldjuwel Saúl Ñíguez bemühte. Nun berichtet das Blatt erneut über die Causa Saúl und bringt neue Informationen ans Licht. Demnach besitzen die Katalanen ein Vorkaufsrecht für den 23-Jährigen, welches bereits vor einigen Jahren vereinbart wurde. Demnach besteht diese Vereinbarung laut Mundo Deportivo seit Sommer 2013. Damals wechselte David Villa vom FC Barcelona zu Atlético Madrid, wobei man sich das sogenannte Matching Right, welches beispielsweise auch Borussia Dortmund bei Leihgabe Achraf Hakimi oder der FC Chelsea bei Thorgan Hazard besitzt, gleich für zwei talentierte Spieler der Royal Blancos sicherte, Javier Manquillo und Saúl Ñíguez. Diese Art von Erstverhandlungsrecht sieht dabei vor, dass die Katalanen seitens der Verantwortlichen von Atlético über jedes eingegangene Angebot für Saúl informiert werden müssen. Dabei erhält Barça die Gelegenheit, die gleiche Summe zu bieten, woraufhin man in den Transferverhandlungen den Vorzug erhalten würde. Dies gilt so lange, bis Saúl Atlético irgendwann verlassen sollte. Dementsprechend gilt das Matching Right nicht mehr für Manquillo, der vor einem Jahr für 5 Millionen Euro zu Newcastle United wechselte. Unter Nationaltrainer Luis Enrique soll Saúl Ñíguez nun auch den endgültigen Durchbruch in der Nationalmannschaft schaffen. Wie weiter berichtet wird, schätze man in Barcelona die Qualitäten des Nationalspielers, der in den Nations League-Partien gegen England und Kroatien je einen Treffer erzielte, obwohl er nicht gänzlich in das Anforderungsprofil passe, welches man über die Jahre angefertigt hat. Daher kam auch der Wechsel vor zwei Jahren nicht zustande, da man intern zu lange über eine Verpflichtung debattierte, ehe Saúl verlängerte und seine Ausstiegsklausel auf 80 Millionen Euro erhöht wurde. Ein Jahr später verlängerte der 23-Jährige erneut, band sich bis 2026 an die Colchoneros und erhielt eine noch höhere festgeschriebene Ablösesumme über 150 Millionen Euro. Er wolle mit Atlético wachsen, weshalb er auch die nächsten Jahre in der spanischen Hauptstadt verbringen wird. Doch klar ist, sollte er irgendwann eine Veränderung wollen, steht der FC Barcelona in den Verhandlungen an oberster Stelle.